So, heute ist er wieder. Heute ist ja der Mittwoch, das heißt, unsere Elefanten kommen jeden Mittwoch eine Stunde, zwei Stunden hier in unser neues Headquarter, dass sie sich dran gewöhnen, wo ihre Heimat ist, wo ihr Zuhause eigentlich ist. Ja. Heute gibt es ein bisschen was Besonderes. Wir haben heute 3 Sack Maiskolben. Ja. Das geben wir jetzt den Elefanten, das heißt, sie wissen auch, dass es immer was Besonderes gibt. Letzte Woche gab es einen Sack Reis, ja, heute gibt es 3 Sack Mais. Und das hat wirklich den Zweck und den Sinn der Sache, dass die Elefanten wissen, wo ihr Zuhause ist, dass sie eben auch die Wege kennen, die wir also dann in der Zukunft ja auch gehen müssen. Es wird sich ja einiges verändern, dann auch bei den Touren so ein bisschen. Ja, wir wollen ja, dass die Elefanten auch wirklich nicht nur in den Camps zu Hause sind, dass sie also jeden Tag auch bewegt werden, sondern wirklich auch dann hier gemeinsam miteinander leben. Ja. Man muss dazu sagen, dass man nicht so viel von dem Zeug füttern kann, weil der Mais natürlich gespritzt ist. Ja. Und deshalb kann man das wirklich nur sporadisch machen. Gerade ist die Maisernte, deswegen kann man jetzt auch mal 2-3 Sack. Ansonsten mache ich das auch nicht gerne. Das ist nicht so mein Ding, weil das ist einfach, weil die wirklich dann teilweise gespritzt sind. Und deswegen kann man das nur begrenzt machen.